Hallo Leute, heute nochmal ein ganz kleines Video. Und zwar, ich habe eben gestern ein Video hochgeladen mit dem Titel Linux ist immer für dich da, versuche es. Daraufhin haben zwei geantwortet, einer ist von Windows ganz auf Linux umgestiegen. Ich gratuliere dir, dass du das getan hast und ich denke, du musst es dich umgewöhnen, aber du hast diese Hürde geschafft und du bist ein lebender Beweis, dass man das hinbekommt. Und einer sagt, schön, wieder mal was von mir zu hören. Ja, in der nächsten Zeit werden wieder öfters Videos kommen. Eigentlich mache ich aber dieses Video wegen Sam Davis. Er meint, er hat nur Probleme mit Linux, dass eben Linux die Hardware, wo er hat, nicht erkennt und dass er sogar auf XP zurücksteigen musste, wegen Treiberprobleme, Energiemanagement hat nicht geklappt und so. Ja, diese Probleme können unter Linux passieren, also die kann man wirklich haben, aber ihr müsst es jetzt für euch mal so vorstellen, Leute. Ihr habt einen Rechner gekauft, vom Internet gebraucht oder eben von irgendeinem Elektromarkt. Und da zu 99,9% war Windows drauf. Also die ganzen Hersteller, also ihr werdet eigentlich, ich will es mal so ausdrücken, ihr werdet ja total bevormundet. Ja? Also ihr habt gar nicht die Wahl, euch für ein Betriebssystem zu entscheiden, wenn ihr einen Computer kauft. Ihr bekommt das Betriebssystem einfach. Dieses Recht wird euch genommen. Das ist vielen nicht klar. Ja, und wenn du ein Betriebssystem hast, was du so vermarkten kannst, dass der End-User zum größten Teil gar nicht selber entscheiden kann, welches Betriebssystem er dann drauf macht, hast du automatisch von Microsoft das Windows-System. Darauf, weil dieses Betriebssystem so verbreitet ist, weil die Leute ja im größten Teil, die sich sowieso zum größten Teil auch nicht auskennen, einen Rechner kaufen mit Windows, werden die meisten Programmierer Windows-Programme programmieren? Die meisten Hardware-Hersteller werden Windows-Treiber bereitstellen, weil sie genau wissen, dieses Betriebssystem wird am meisten an den Mann gebraucht. Aber nicht, weil die Leute sich auskennen und sich freiwillig für das Betriebssystem entscheiden. Nein, sie werden bevormundet. Es gibt natürlich Online-Händler oder ein paar Shops auf dieser Welt oder auch in Deutschland, wo du hingehen kannst und sagen kannst, ich möchte kein Betriebssystem, ich habe schon eine Windows-CD oder ich möchte Linux drauf. Ja? Und spätestens dann wird sich derjenige fragen, das Linux, was ich anwende, erkennt er dieses Linux auch die ganze Hardware? Das liegt aber nicht an Linux, dass Linux schlecht ist oder so, sondern es liegt an den Hardwareherstellern, die für Linux keinen Treiber bereitstellen. Das müsst ihr euch wirklich mal jetzt, ihr müsst wirklich den Tatsachen ins Auge schauen. Ihr müsst es verstehen, was da draußen abläuft, Leute. Und wenn du dich einigermaßen in Foren auf dieser Ubuntu-User-Seite ein bisschen schlau lesen tust, weißt du, dass es da draußen Online-Händler gibt, die Laptops, also komplette leistungsstarke Rechner oder in jeder Kategorie verkaufen, wo man zu 99,9% sagen kann, dass die aktuellen Linux-Distributionen, egal welche ihr nimmt, die Hardware erkennt. Und dann ist es schon mal sag ich mal, ein ganz anderes Herangehen, wenn man sich ein neues System kauft und von vornherein weiß, ich möchte mit Linux arbeiten. Und dann könnt ihr euch im Internet schlau machen, bei diesen Linux-Händlern eure Rechner kaufen und ihr werdet diese Probleme nicht haben. Aber wenn ich halt einen alten Rechner nehme, der mit Windows ausgeliefert worden ist und die Hardwarehersteller höchstwahrscheinlich nur Windows-Treiber auf den Markt gebracht haben, dass es dort Probleme geben kann. Und das ist, glaube ich, ja, das kann man nicht vermeiden. Da muss man sich vielleicht im Vorfeld schon informieren oder man betreibt es in einer virtuellen Umgebung oder als zweite Partition und versucht irgendwie vielleicht doch durch Foren, weil Linux-Foren sind sehr hilfreich,
einfach mal reintippen. Vielleicht hat der ein oder andere erfahrene Linux-User, der schon seit 10, 15 Jahren Linux benutzt und auch vielleicht seine eigenen, ja, Treiber programmiert. Ja, es gibt Linux-User, die programmieren ihre Treiber selber. Und vielleicht hat er dir eine Lösung oder eine Alternative. Aber gleich ja, die weiße Fahne zu schwenken und zu sagen, ich gebe auf, das ist jedem selber überlassen. Wäre jetzt nicht mein Ding. Ja? Und ich würde trotzdem auf Linux beharren, weil ich einfach einen anderen Weg gehen möchte. Ich möchte meine Erfahrung machen. Und wie gesagt, das heißt aber nicht, dass du komplett auf Windows oder auf Mac OS verzichten musst. Du kannst es parallel betreiben. Aber schnupper rein und tust nicht, weil jetzt einmal was gescheitert ist, gleich dieses Betriebssystem schlecht machen. Du müsstest ja auch so überlegen, hast du mal probiert, das macOS-Betriebssystem als Hackintosh irgendwo drauf zu installieren, ohne im Vorfeld dich mit der Hardware auseinanderzusetzen? Frag doch mal die ganzen Hackintosh-User, die tun den kompletten Rechner im Vorfeld so bestellen, dass nachher auch das macOS draufläuft. Auch da ist ein Umdenken. Da gehst du nicht einfach irgendwo in den Elektromarkt und kaufst einen Rechner auf von der Stange, sondern du musst im Vorfeld dich ein bisschen mit der Hardware vielleicht auseinandersetzen. Wenn du das nicht möchtest, dann ist vielleicht Linux wirklich falsch für dich. Da musst du wirklich bei Windows bleiben. Das kann natürlich auch sein. Das ist jedem wirklich selbst überlassen. Wirklich total freiwillig. Aber ich als erfahrener User, der seit den 80ern mit Rechnern zu tun habe, lege dir nahe, versuch's, gib nicht gleich auf. Plane deinen nächsten Rechnerkauf so, stell dir die Hardware zusammen, noch besser, lass es vielleicht von jemandem zusammenbauen und informiere dich im Vorfeld. Mach dieses Mainboard mit Linux mit, mach dir der WLAN-Adapter, erkennt Linux diesen WLAN-Adapter, ja. Ja, das ist natürlich jetzt ein ganz anderes Herangehen, wie wenn du jetzt einfach in den Elektromarkt gehst und was Fertiges kaufst. Aber du lernst sehr viel dabei. Du lernst sehr viel dabei. Und dieses Wissen kann dir keiner nehmen. So, also ich habe noch einige Termine heute. Ich muss auch gleich wieder los, Leute. Ich wollte nur eben dieses Video ganz, ganz schnell machen. Und ja, freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus.